Moin Leute, wir spielen eine Runde Codenames aus der alten Zentrale zusammen mit Isa, Tamina, Rezmann, Stegi. Wir machen Jungs gegen Mädchen. Viel Spaß mit der Aufnahme. Wir machen Best of Three. Mal schauen, was mein Kater draus zaubert. Viel Spaß. Und ich gehe mir das mal zu essen holen. Bis gleich. Aber das erste Wort ist das Schwierigste. Oh, shit. Hey. Oh, wow. Oh, shit. Okay. Ja, viel Spaß damit. Okay. Klasse. Komm, jetzt kurz konzentrieren. Ja, ja. Jetzt kurz Entertainment, Gehirn ein bisschen runterfahren. Mhm. Nachdenkgehirn ein bisschen hochfahren. Bro, ich habe mich von 72. Nachdenkgehirn, okay, gut. Also das 72 IQ-Gehirn, das bisschen jetzt abgehen. Okay, okay. Unterrichtspause, okay. Klasse, ja, sehr stark. Ja. Pause vielleicht im Sinn von Flasche trinken, so mäßig. Riegel essen. Ich würde jetzt so Pause, da wird erstmal so eine Flasche getrunken und so ein leckerer Riegel gesnackt. Ja, ich will nochmal kurz so alle Wörter ein bisschen so in mir aufnehmen. Ja, ja, mach das, dann mach ich das auch kurz. So ein bisschen, was macht das mit dir? Wolkenkratzer. Aha. Vier, er sieht vier Sachen. Vielleicht auch Viertel, sag ich ehrlich, wegen der Zeit. Ist er dann um quasi. Vielleicht Viertel vor, ist immer so 12.45 Uhr, wenn man Schule aus. Boah, aber, also das könnte alles sein, Bro, aber das kann halt sein, wir hitten jetzt hier direkt mal irgendwie eine rote oder die Fallenkarte raus. Hm. Das, ich finde es schon sehr vage, also Klasse ist obvious, Bro, das können wir direkt mal einloggen. Dann loggst du auch einfach ein. Das ist obvious. Elle, König, Gruppe, Blume, Konstanz, Volt, Aluminium. Flasche könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Tante man trinkt aus einer Flasche. Ich sehe halt hier nichts. Genauso gut nicht sein, ne? Ich sehe nichts mehr. Ich würde auf Flasche und Riegel einfach mal klicken. Oder was? Also Schmied passt ja null. Also Tante auch nicht. Kater, Blüte nicht, Funken nicht, Anker, Blume. Ich sehe es nicht. Weißt du, was ich meine? Brauche ich meine Elle im Sinne von Matheunterricht? Weißt du, so eine Elle ist doch so eine Längendings. Ich weiß ja nicht, wie weit er da denkt, weißt du? Aber es ist alles sehr farfetch hier. Flasche und Riegel werden halt auch irgendwas mit Food. In der Pause isst und trinkt man. Ja, aber er wollte ja auch die Klasse mit reinbringen. Genau, deswegen hat er Unterricht geschrieben. Genau. Und was hätte er sonst schreiben sollen mit Unterrichtsessen oder was? Nee, ich meine, ich überlege nur laut. Also, Unterrichtspause, dann hat er das Essen-Trinken-Ding liegt schon nahe, I guess. Ritterschmied. Irgendwas mit Takt. Im Takt Musikunterricht. Oh, Musikunterricht. Man ist im Takt. Takt Musikunterricht finde ich noch gut. Aber ich finde, Musikunterrichtspause wäre auch als Wort okay gewesen. Musikunterrichtspause wäre, finde ich, schon sehr weit hergeholt. Ja, gewesen. Aber der Musikunterricht ist eine Pause. Musikunterrichtspause. Hm. Ja, okay. Ich hätte mich beschwert. Ich hätte mich über das Wort nicht beschwert. Das ist ja, in demselben Team, okay. Aber. Ich würde mal Riegel und Flasche anklicken. Schwer. Lass mal Flasche zuerst. Sicher? Zuerst Flasche. Ich würde Riegel als erstes. Riegel ist eher. Ja? Essen. Ja? Ich mach Flasche. Mach mal Flasche, bitte. Okay. Ja, ja. Dann ist ja, es auch Riegel. Dann ist es auch Riegel. Ich glaube. Mach mal. Okay. Okay, haben wir noch zwei. Unterrichtspause, Bro, dran denken. Aber es macht das nicht. Das müssen die anderen erstmal. Ja, ja. Metallhandwerk. Fünf! Alter, dieser hat schon gekocht. Da war Stegi noch das. Hat noch die. War noch das erste. Oh mein Gott. Nova, wo bist du? Ich brauch dich. Ich kann das nicht alleine. Hallo. Okay. Hallo. Okay, Metallhandwerk. Alter Isa, Digga. Okay. Ich weiß ja nicht, wie Isa tickt. Ich muss jetzt erstmal einen Vibe-Check machen, ne? Ja, Digga. Also erstmal. Also auf jeden für Fall. Mich. Linksklick ist anwählen erstmal, ne? Oh, okay. Das hier. Ich würde sagen, Schmied fällt ja, voll Schmied. Rein. Chat. Ich habe Chat übrigens zu. Ich kann nicht lesen. Mhm. Dann könnten wir gerne trotzdem eure Prime-Subs geben. Vielen Dank. So ja, oder sowas, safe, die auch aus Metall ist? König eventuell. Bitte sag nicht safe. Wenn wir jetzt falsch liegen, ich habe es. Nein, Ritter, na klar. Okay. So ja, das wären so die Dinge, für die ich gehen würde. Aber boah, was noch? König vielleicht? Ja. Vielleicht gibt das irgendwie Mangel, was zu wegen. Vielleicht aber auch. Vielleicht oh, das ja. Nicht genug. Ich muss kurz. Also ich würde easy mit dem Schmied gehen. Ne? Ja. So. Ich bin auch dafür, dass Funken dabei entstehen. Ich find's schön, wie du einfach bold reinklickst, ja, weil Mann, das, ich hab die Confidence, das nimmt den Pressure von mir, das ist perfekt. Klar, ich drück auch immer, okay. Gerne, wenn du mich drücken willst. I got you, Queen. Ich küsse dein Herz schon wieder. Ritter, komm, lass auch mal machen. Alter, okay. So, ja, jetzt ist halt die Frage, irgendwie König oder Mangel.
ja die Frage, ob wir auf, ob wir safe gehen wollen oder ob wir ein bisschen risky unterwegs sind. Wow. Weil wir haben immer noch ein schwarzes Wort. Also wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch eine schwarze Karte rumchillt, die darauf wartet, dass wir sie aufdecken. Aber ja. Guck mal, aber wenn es auch Ritter auch gewesen ist, wenn sie Ritter auch ja gesagt hat. Ja, aber für mich ist dann irgendwie, König Ritter ist irgendwie nochmal mehr als Mangeldingens. Aber ich weiß es, weiß es doch nicht. Anker könnte natürlich also, auch aus Metall sein, ne? Ja, dann lass einen Anker nehmen. Geil! Ich küsse dich wirklich, wenn ich dich sehe. Dann würde ich abgeknutscht, doch. Was sind das für Wörter, die sie ja... Die sind nämlich hingelegt für einen Fünfer. Isa hat einfach gekocht, da hat Stegi noch an der Vorspeise gesessen. Die Frau hat uns 5 Gänge-Menüs serviert. Ja, danke, wirklich, klasse. Die wirklich so England. Göttin. Unterrichtspause könnte auch noch Genie sein. Amazing, wirklich, Isa, du bist es einfach. Unterricht, du bist Genie. Ja, ich liebe die Frau. Ich weiß actually, aber, vielleicht sogar Elle und Genie. Also was wir vorher gedacht haben. Ich bin nur noch stark auf dem Viertel. Oh, wir müssen ne? Ich bin immer stark auf dem Viertel geblieben. Ja, klar, okay. Weil von den anderen sehe ich hier gerade nichts. Also Viertel, okay, und Genie auch. Und warum bist du so leise? Warum bist du so leise? Weiß ich nicht, habe ich vielleicht falsche Mikrofon eingestellt? Ja, warte mal. Hä? Du bist auch immer mega leise, Bro. Hallo? So besser jetzt? Ist jetzt besser? Nee, ne? Ey, hört ihr Wieland lauter als ich? Bin ich irgendwie ein Schlaganfall? Nee, ich höre ihn auch relativ leise. Okay, jetzt irgendwie auf einmal. So? Ja, ein bisschen. Auch ultra, aber ideal, also ist nicht wie eben auf jeden Fall. Okay. Ja, sonst mach ich dich einfach lauter, Bro. Ich bin gerade in der Heimat in Stuttgart bei meinen Eltern. Ah, in Stuttgart. In Stuttgart sind wir unterwegs. Das ist ja altes Setup. Das ist manchmal ein bisschen scuffed. Ja, ich mach dir aber laut im Discord. Dann lass einfach alles, wie es ist, okay? Okay. Mach dir aber auf 200%, kein Problem. Okay. Schau, was Stegi uns jetzt hier zusammen kocht, Bro. Hm. Lass uns mal kurz ein bisschen wirklich über die Unterrichtspause nachdenken. Ich muss aber auch sagen, guck mal, warte kurz, also das Aluminium, Ritter, Schmied und Funken und so, das ist ja auch... Und Anker. Und Anker. Alter. Das ist frech. Das ist hingelegt, Alter. Das ist wirklich hingelegt. Schnauze! Das muss ein Reset geben, finde ich. Stegi-Meister. Hey, let her cook! Wirklich, Isa, ich wollte gerade sagen, so eine Göttin. Mir hat man die Wörter vorlegen können, ich hätte keinen Plan gehabt, so. Wirklich? Gar keinen Plan. Ich hätte so Mittelalter geschrieben und dann wäre so Schmied Ritter bei rausgekommen. So Mittelalter 2, wie so ein Loser. Das wäre sick, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Unterrichtspause, aber wir müssen jetzt auch anfangen so zu denken, Pflege ist ja nicht dumm. Das sind Wörter, die sind unmöglich miteinander zu kombinieren. Weißt du, was ich meine? Gerhard. I guess. Muss so sein. Wenn der Hund und Affe hätte, hätte er schon längst irgendwas mit Tieren gemacht. Das heißt, ihr habt ja auch immer noch 2 Stück von der Pause, ne? Wir haben noch 2 Stück von der Pause, genau. Ja, Unterrichtspause. Also Unterricht, ich sehe sonst hier nichts mit Pause. Das muss irgendwas mit Unterricht sein. Würde ich jetzt einfach mal callen. Ja, eine Pause sehe ich jetzt. Viertel, sage ich wegen Pause. Immer noch. Digga, aber das ist so abstrakt irgendwie. Ne, Pause ist Zeit und Viertel ist auch so eine Zeit. Ja, I guess. Okay, ja. Vielleicht noch das Genie, Bro, mit Unterricht. Ja, sehe ich. Genie sehe ich. Also, Hund schließe ich aus, Mangel schließe ich aus, Konstanz schließe ich aus, Hupe. Er wird jetzt auch nicht sowas sagen wie Blume, weil in der Pause geht man raus, da ist eine Blume. Das wird er nicht sagen. Es gibt aber eine Universität in Konstanz, glaube ich. Aber. Okay, fair. Da hätte er Vorlesungspause geschrieben, aber. Stimmt. Also, I guess. Mhm. Wenn auch die Uni will. Ja, lass Genie maybe und Viertel mal so soft markieren gleich. Stegi, Digga! Junge, Stegi, mach mal schneller. Hört euch nicht, er ist komplett voll mute. Aber hättest du nicht, der ist im Modus. Der ist gerade wie L bei Death Note, Alter, und chill so. Wenn die Unterrichtspause rauskommt, weißt du, und 2 Dinger geraten werden. Junge, also, hallo? Du hast halt den Druck gerade massiv erhöht, Isa. Also, was kann wirklich. Eine Minute, weißt du, die Frau geht rein, 5 Stück und 5 auch gemacht! Das will ich. Okay, ich hoffe, ein Hater zu sein. Mach dir mal ab bis nächste Runde, dann ist das so direkt reverse oder so. Ja, wirklich.
Jo, also wenn ich raten muss, dann bricht aber auch hier das alles auseinander. Wenn ich schreiben muss, würde ich auch. Weil ich Geheimdienstchef bin, könnt ihr euch direkt verabschieden vom Sieg. Das ist schon mal versprochen. Nein, Isa. Isa sag ich schon. Tamina. Huh. Egal, nächste Woche stehen dann bei uns einfach 5 Tiere und einer von uns schreibt Tiere 5 und dann haben wir es. Jo. meint ihr, das hat jemand schon mal in einer Runde alles gefinisht? Mit einem Move? Das wäre übersick. Ja, ich meine, Tech, wahrscheinlich wird es gehen, ne? Vielleicht in so Freundesgruppen, die so richtig krasse Insider haben und sowas. Kann ich mir vorstellen. Wenn das müsste ein Perfect Match sein, ne? Ja. Da muss doch voll die krasse Wortkette wahrscheinlich irgendwie die aus dem Arsch ziehen. Aus krasse Worte muss die anderen gut kennen und vielleicht ein bisschen Glück haben, dass du noch Schiffwerk, Überwachungsgesetz, Prüfer. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ich meine, eigentlich hast du da mit der deutschen Sprache Vorteile, weil du ja so längere Wörter bilden kannst. Ja, voll. Na, klatschen, und so. Und auf Englisch ist ja das noch schwieriger, I guess. Jo. Also die Wörter von uns müssen so beschissen sein. Ja. Ich stehe jetzt hier so am Rudern. Der Arme. Ich stehe, muss auch kacke sein, wenn er wahrscheinlich so die roten Wörter sieht und sich denkt, Digga, was für scheiß RNG einfach. Naja, mal schauen, was einfach Lisa sich nachher aus dem Zylinder zieht, da gleich als nächstes. Zaubert die Frau. Jo. Dann gibt's den Nachtisch. Wirklich den Nachtisch. Da wird devoured. Ja, wirklich. Was surft Isa uns heute? Warum sind da Weihnachtsmützen teilweise auf den Karten? Das höre ich ein bisschen. Was meinst du? Weihnachtsmützen? Ja. Ah, ich glaube, wir zocken irgendwie eine Christmas Edition oder so, glaube ich. Geil, Digga. Ich weiß nicht genau, das kann sein. Da stand irgendwas mit Christmas. Perfekt. Sweet. Oh, ich habe heute nach so richtig langer Zeit mal wieder ein Bubble Tea getrunken. War so geil. Ja, geil einfach. In dem Video hat jemand das mit Bubble Tea gesagt und dann dachte ich so, holy shit, fuck, ich brauche ein Bubble Tea jetzt. Aber und bist du so einer, der das so mit Milchtee trinkt oder mit so eher Fruchtkram? So? Ich habe mir actually einen Frucht und einen Milch bestellt. Oh, geil. Perfectly balanced. Hast du gerade einen bestellt, ein Bubble Tea? Nicht, also vorhin, im Stream, weil ich habe irgendein Video geschaut, dieses Dating da. Oh shit, okay, ich muss dann was erzählen. Was ist dies für ein Wort? Das ist nicht ein Wort. Das ist Quatsch. Das zählt. Google ich. Fußballkranz? Das habt ihr mal Nationalelf gespielt? Habt ihr mal in der Nationalelf gespielt? Fragt der Mann. Ich dachte, wir sind alles Nationalspieler. Den dann kennt, könnt ihr es nicht kennen. Das sind zwei Wörter. Das sind zwei Wörter, Stegi. Das sind alles nicht solche sportlichen Legenden wie du. Es tut mir doch leid, Stegi. Das ist nicht mal Bindestrich in der Mitte. Ja, weil Bindestrich wird jetzt. Nee, dann würden ja zwei Wörter draus werden. Liebst, dass Isa halt euch nicht Fußball? Mal den Dreck mit den Fingernägeln gönnt, ne? Abstand? Also, Digga, du hast einen mit Aluminium Schmied, Funken, Ritter, Anker. Leute, ey, lass mal chillen. Oh mein Gott. Das sind zwei verschiedene. Also, wenn wir jetzt sagen, das zählt nicht, dann müssen wir halt jetzt, dann gehen wir jetzt jedes Wort ab sofort ein und wenn es das nicht gibt, dann Palaver. Oder wir sagen halt, man lässt sowas durchgehen so. Ey, wir lassen es durchgehen. Weißt du, wir sind die Klügeren geben nach. Weißt du, also unsere Kulanz, die wir an euch weitergeben. Wir zahlen euch diese Freundlichkeit voraus. Okay, Bro. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Ich wollte ja die Einladung. Ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Kann safe. Und dann alles, was er mit dem Kranz zu tun hat. Blüht. Und dann alles, was mit dem Kranz zu tun hat. Lass mal kurz überlegen. Hey, der Kranz kann man sauber. Oh. Mhm. Ja, Blume und Blüte, I guess. Ja. Ja. Ich würde die beiden mal zusammen, würde ich jetzt nicht trennen können. Meinst du, er hat uns da noch die zwei reingerechnet von vorher, die noch übrig sind? Glaube ich nicht. Also meinst du, es gibt 4 Fußballkranzwörter hier? Ich meine, so offensichtlich waren 2 davor auch nicht, sonst hätten wir sie ja gesehen, weißt du, was ich meine? Boah, also ich weiß ja nicht. Wir haben nicht so offensichtlich. Nicht. Wir haben nichts ausgemacht damit, scheiße. Ja, I guess, Bro, dann machen wir jetzt mal die Blüte und dann die... Okay. Dann ist noch eins übrig. Also ich muss sagen, was mir einfällt, ist der König. Weil der doch diesen fucking Kranz auf, vielleicht. Ja. Kader? Vielleicht wegen Fußballkader. Wäre krass, aber. Boah, meinst du? Wäre krass. Kater wegen Kader. Mangel, Genie, Elle, Konstanz, Wolkenkratzer, König, Hupe, Takt.
Genie. Ich finde, Genie passt doch zu Fußball. Meinst du, vielleicht hat er es mit reingepackt? Hm. Ja, es ist. Ich bin so zögerlich, diese Runde irgendwie, aber es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Also Tante nicht, Acker nicht, obwohl. Mein Bro, ich meine, Digga, Rudi Völler, kennst du noch damals? Mhm. Spitzname Tante Käthe. Aber ich weiß nicht, ob Stegi das von uns erwartet und selber weiß. Krass, Alter. Wollen wir Genie drücken? Wegen Unterricht? Ja. Mal sehen. Mach mal. Ja. Drück du's. Okay. Egal. Wir holen das noch, Stegi. Mach einfach weiter so. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Wir gewinnen aber nächste Runde. Machen nächste Runde nochmal einen Vierer. Wir haben noch ein paar von Fußball und Kranz und Unterricht und Klasse und dann haben wir das. Ich meine, Rot nimmt jetzt auch wieder ein paar Worte weg, dann vielleicht bleibst du nur eins stehen und dann nehmen wir das. Dann machen wir direkt einen Vierer danach. Dann haben wir das. Genau. Und es kann doch immer noch sein, dass Hund und Affe das eins blau und eins... Ah, Katzenpfote. Gut, dass wir Kater nicht geklickt okay. haben an der Stelle. Ja, gut, dass wir das gemacht haben. Also, würde ich sagen, Kater wäre wahrscheinlich mein erster Guess. Ja. Hier? Lass mal den König im Auge behalten. Katzenpfote. Bei Kranz. Okay. Was ist... Pfote. Vielleicht schlägt die Katzenpfote einen Hund, aber es könnte auch die Elle sein, weil an einer Pfote ist ja die Elle, also der Ellenbogen. Das wäre crazy. Aber ich traue mich nicht. Ich würde mich nicht trauen, sowas zu klicken. Ich weil alles andere, genug. Konstanz, Hupe, König. Ja, irgendwie, ja, Tante, alles andere ist irgendwie... Tante. Ich würde irgendwie die Elle sehen. Vielleicht ist er auch komplett quatschig gerade, aber Affe, Acker und Viertel. Ja, es ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Komm, Digga. Oh mein Gott. So nehme ich. Ihr seid alle zu schlau. Ich spiele halt auch in einer komplett anderen Elo, ne? Ja. Muss ich glaube, wir sollten hier mit Timer spielen. Als ich das erste Mal Codenames gespielt habe, war ich richtig froh, wenn ich so drei Wörter irgendwie verbinden konnte. Und dann kommt ihr hier mit Vierer- und Fünferketten und ich denke mir so, heilige Mutter, was ist das? Wirklich. Ey, aber das da kann ich nicht mithalten. Die Frau ist halt einfach auch 8000 IQ, ne? Wirklich, ja, das ist wild. Ich bin wirklich gerade beeindruckt. Ich bin wirklich komplett baff. Ich habe das mit den Dings nicht gecheckt. Warum, was war Elle von Bezug? Ja, wegen Ellenbogen. Also die Elle. Es gibt ja Elle und Speiche. Weißt du, das ist ja an der Pfote dran. Ach so, okay. Das war halt so meine Assoziation. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Das ist bei uns schon mal weg, Wieland, von der Schulpause. Sehr gut. Das heißt, wir haben theoretisch noch zwei Schulpausenwörter, I guess. Immer noch. Also Mangel finde ich gut. Noch für Schulpause, oder? Partiell und Viertel. Ich bin immer noch stark auf dem Kahn und Blüte hat er nicht gemeint. Und die Blume hat er, denke ich, auch nicht gemeint bei Schulpause. Nee, hat er. Also müssten eigentlich noch zwei Worte übrig sein. Und eigentlich von dem Kranz haben wir auch noch eins übrig. Von Kranz haben wir auch noch eins übrig. Also eigentlich muss schon fertig sein. Jackson. König. Jackson. Jackson. Das Michael Jackson war der König des Pop, oder? Nee, war es? Nee, war er gar nicht. Doch, war King, er? Ja, King. Also König safe, oder logge ich jetzt ein. Okay. Der bleibt im Takt, Musik. Ja. Ich glaube, der hatte auch einen Affen. So gekauft mäßig. Okay, krass. Und Viertel. Wegen vier Viertel, wegen der Note. Weiß ich nicht, ja, macht Sinn. Viertel. Hatte der einen Hund? Weiß man davon was? Nee, ne? Hatte der einen Affen? Er wohnt vielleicht in einem Wolkenkratzer, aber nicht. Ich glaube, das ist es nicht. Das ist zu dumm, Alter. Ich meine, man kann das halt lesen wie Konstanz, wie die Stadt, oder halt Konstanz im Sinne von konstant erfolgreich, weißt du? Ich glaube, ich Und das war Michael Jackson auf jeden Fall konstant erfolgreich. Dann, okay, weil wenn es Takt nicht ist, dann ist vorbei. Ja. Ja. Wichtig. Okay, noch zwei Worte, Bro. Ich glaube, es ist auch ein Tier dabei, weil sonst hätte er Tiere schon früher eingebunden. Es ist entweder der Hund oder der Affe. Und also wenn es um Michael Jackson geht, muss es der Affe sein, wenn wir ein Tier haben. Dann mach den Affen, klick ihn an. Ich glaube, Jesus Maria, hilf mir. Ich war mit... sorry. Oh mein Gott. Auto 1. Oh nein. Was könnte dies sein? Willst du diesmal klicken, Tamina? Nee, mach du lieber.
Just to be safe. Ey, geil. Am Ende muss ich halt irgendwas raten. Nee, Wolkenkratzer kann es. Alter. Nee, Wolkenkratzer ist es auf jeden Fall nicht. Wild. Junge. Jackson auf Wolkenkratzer. Ich kann Chat öffnen. Yippie, Chat. Komplett random. Ey, wir haben getried. Guck mal, Unterrichtspause wäre gewesen, Klasse, Flasche, Viertel, eben wie ihr gesagt habt, Viertel. Und Takt. Weil die Unterrichtspausen getaktet sind, hätte ich gedacht. Aber ich hab von Anfang an gesagt, es ist völlig fein, wenn ihr Riegel und Genie nehmt. Das war klar, dass das passieren kann. Aber es sind ja weiße, also graue Wörter. Ja. Ich bin über den Chat. Schwere so, jetzt will ich fünf abgeben. Schwierige bei uns, leicht bei denen. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das Schicksal wird sich remangieren. Aber im Leben, Stegi, hättest du nicht Handwerk 5 gemacht. Nee, Mann. Okay, also nee. Muss ich wirklich sagen, hätte ich wirklich nicht. Das war kompletter, das war wirklich insane. Da hat Isa einfach wirklich reingeslayt. Ja. Hä? Ich wollte doch erstmal Handwerker machen. Metallhandwerker. Isa, hättest du echt gedacht, dass ich da nicht drauf gekommen wäre? Hättest du Metallhandwerk 5 gemacht? Nee, aber halt was anderes. Also ich finde Aluminium, Schmied, Funken, Ritter, Anker, da hättest du allein schon nur Metall schreiben können. Und ich glaube, alles hätte ich angeklickt. Oder nicht? Ja, ich stehe wieder 15 Minuten für gebraucht. Weiß ich nicht. Nein. Ja, das ist auch so ein Ding. Junge, du hast für jedes Wort so. Hallo, bin ich jetzt laut? Hallo. Okay, Nova, jetzt bist du Geheimdienst. Hallo, bin ich jetzt zu laut, ne? So, jetzt bin ich zu lauter. Jetzt? Muss ich vielleicht noch einfach ins Protokoll rein? Dann mache ich das jetzt hier. Okay, dann machen wir so. Das Problem ist halt, dass es dann sein kann, dass ich zu schnell laut bin. Zu schnell, zu laut. Du bist nicht das Schlimmste. Ich würde bei uns auch mal gehen. Jetzt ist besser. Kann sein, dass man mich übersteuert. Rein in Aal. Tamina und Isa bei Rot. Okay. Alright, let's go. Chat wieder zu. No. Du musst jetzt den Chat wieder ausmachen. Andere ist laut. Ich mach die anderen lauter, leiser, ja. Redet nochmal bitte. Ich muss was testen. Einer muss das sagen. Hallo. Danke, danke. Danke. Super. Ich hoffe dir auch. Ja, danke der Nachfrage. So. So, dann passt jetzt hoffentlich. Ist hoffentlich besser angepasst jetzt von der Lautstärke-Chat. Ja, ich habe hier lange nicht mehr mit anderen Leuten. Immer wenn ich hier war, habe ich meist alleine gezockt. Deswegen war es kein Problem. Aber so müsste es eigentlich besser passen, ne? Ich kann den Chat jetzt nicht mehr lesen, also weiß ich nicht, ob ihr ja oder nein sagt, aber wenn es passt, alright, dann macht jetzt, wenn es passen sollte, dann tut jetzt ein Prime einballern, damit ich weiß, dass schön es passt. Schön hier, schön. Wieder alleine? Ohne jegliche... Nein, ich bin da, hallo. Gut, dann geh ich lieber an den Full Mute. Ups, tschüss. komm wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich bin ja nicht nachträglich, ne? Wollen wir nicht nachträglich sein? Junge, deine Insta-Nachricht musste so lachen. Ja, ich wurde einfach ignoriert, Alter. Ich wollte antworten. Hab's vergessen. Ja, ich verstehe doch. Oder was hast du geschrieben? Ich doppel Nachricht, das ist mir egal oder sowas. Ja, ich doppeltext einfach, ich hab da keine Angst vor. Ich bin da zu alt für, um mich da schlecht für zu fühlen, um einfach zu double-texten. Weil Isa gestern schon nach Codenames gefragt, 19 Uhr, und hat sie nicht geantwortet. Aber ich dachte, kann ich sie heute nochmal fragen? Und hat sie einfach gar keinen Bock auf mich oder nichts drauf? Komm, wir fragen einfach nochmal. Nee, gestern, was war gestern? Gestern war das nicht, das war vorgestern, oder? Ja, war vorgestern, du hast recht, war vorgestern. Ja, vorgestern war ich auf einem Placement. Ah, chillig. Du warst bei Dings. Du warst bei Furious Dings, ne? Ja. Warte, was? Das war geil. Alter, wo warst du? Das sah so geil aus. Er hatte Fast and Furious Placement. Ich habe den Film gesehen. Wow. Aber nicht nur den Film gesehen, sondern. Also, for real, ich fand es richtig geil, diese Autos zu sehen. Ja, die haben erstens. Also, da waren richtig coole Autotuner. Die haben ihre Autos nachgemacht von den Filmen teilweise. Ja. Und da war das erste Auto. Also, einer hat das erste Auto von Paul Walker nachgemacht. Ja. Eben, das war der Civic oder sowas, oder so? Ich weiß es nicht. Es hat ein Nippelpissing einfach. Ich darf so oder so den Film nicht spoilern, Chat. Ich werde den nicht spoilern. Weil ich das so oder so nicht machen darf, by the way. Weil ich habe den auszusehen in meinem Vlog gespoilert. Und echt jetzt? Ja, also ich muss meinen kompletten Vlog muss ich approven lassen. Alles. Selbst die Szenen, die gar nichts mit dem Film zu tun haben. Und da habe ich auszusehen was gespoilert. Ich habe eigentlich gar nicht gespoilert. Ich habe eine kurze Frage. Wenn du den Film spoilern dürftest, hättest du jetzt einfach das Ende erzählt von dem Film? Hätte ich jetzt gespoilert, hätte ich
oder würde ich jetzt spoilern, würde Universal NDA ja so unterschreiben. Ja, ich weiß. Nee, aber die Frage ist ja, weil du das sagst, so, ich werde das jetzt nicht spoilern, weil ich habe das, also ich darf das nicht, aber selbst wenn du es ja dürftest, I guess, du würdest jetzt nicht einfach die... Spoilern, nee, weil voll viele, immer wenn man so über Filme redet, ist das erste, bitte nicht spoilern, immer so. Egal über welchen Film ich rede, selbst wenn ich einen Film rede, der 40 Jahre alt ist, sagen sie, bitte nicht spoilern. Deswegen, das ist einfach nur so vorab, damit die Leute keine Sorgen haben müssen, dass ich irgendwie jetzt anfange zu sagen, hey, das und das wird passieren. Okay. Vin Diesel hat ja eh selber schon viel darüber geredet auf dem Red Carpet. Soll man sich das anschauen? So, okay. Jetzt mal beginnt mit einem starken Flutlicht. Am Mast hängt Flutlicht, ist eine Leuchte. Löwedom, Feuerstamm. Der Dom hat ein Flutlicht. Blicker ist auch ein Licht, I guess. Feuer? Habe ich irgendwo Stadion gerade gelesen? Nee, ne? Das gibt's nicht. Stamm, Atlantis, Bogen, Staffel, Zweig, Flöte, Rüstung, Demo, Set, Bikini, Spinne, Bogen, Atlantis, Stamm, Joker, Rosa, Glas, Leuchte, Lokal, Marine, Feuer, Blinker. Verkleidung, Nervklammer, Dom, Löwe. Ja, Leuchte auf jeden Fall und Mast auch. Ich finde, Mast könnte sogar so ein Fillerwort sein, welches leider mit reinfällt und er sich denkt, ja, wenn die das anklicken, dann klicken sie es, dann wissen sie es später aber besser. Habe ich so das Gefühl irgendwie. Checkst du? Check ich. Weil zwischen jetzt Leuchte, Dom, würdest du trotzdem mit Flutlicht versuchen, glaube ich. Denkst du, aber da kannst du einfach nur, keine Ahnung. Scheinwerfer. Okay, aber dann Scheinwerfer oder so machen. Flutlicht ist schon wirklich... Auf einem Mast. Auf einem Mast, ne? Ja. Ein Flutlicht ist schon ein dickes Licht. Oder er will irgendwas mit Flut, von wegen Wasser. Genau, habe ich mir auch schon gedacht. Genau, von Wasser, Bikini und, keine Ahnung, was ist noch Wasser? Bikini gibt's nicht. Atlantis. Bikini gibt's hier. Atlantis gibt's auch. Also wenn er mit Flut Atlantis und Bikini meint, wäre schon krass, aber dann hätte er deutlich mehr machen können. Weißt du, was ich meine? Also wenn er mit Flutlicht... Nee, viel mehr hätte er nicht machen können. Weil dann Atlantis... Er hat ein Wort für Wasser und ein Wort für Licht, weißt du? Ja, aber wir haben ja insgesamt fünf Lichter, fünf Wörter, die Flutlicht sein können. Sechs sogar mit Feuer. Ja, aber stell dir mal vor, er wollte nur Licht sagen für Leuchte und wollte dann noch ein Wort für Wasser finden, weißt du? Dann kannst du ja nicht so Wasserlicht. Okay. Also weißt du, dann fängt er ja nicht... Aber ich glaube sogar, dass er ist smart genug, dass... Also, ja. Wär krass. Wollen wir mal Leuchte anklicken? Leuchte, ja. Ja. Und dann würde ich vielleicht sogar für ein Wasserwort gehen. Ja, wir würden uns rantasten mit Mast, oder? Sicher, ich würde mich mit Wasser rantasten. Weil wenn der Wasserwort meint, dann würden wir einfach Atlantis klicken und danach direkt Bikini. Oder wir machen Mast und Blinker auf sich. Sicher. Oder auf sicherer. Ich glaube, Feuer ist es nicht. Feuer ist es nicht, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Nee, das habe ich noch markiert, ne? Lass mal ganz kurz gucken, ob wir alles wirklich gut gelesen haben. Stamm wäre halt auch noch theoretisch möglich, ne? Stimmt, Bikini, wenn er Mast und Stamm will. Aber dann... Hätte eher Fackel. Fackel wäre Mast, Stamm und Feuer, stimmt. Sowas in der Art, denke ich. Aber vielleicht auch Rüstung wegen Minecraft oder wegen Vergangenheit. Oder wir gehen. Boah, ich finde Fluten mit Wasser schon geil eigentlich. Übertrieben, aber lass mal überlegen, was wir gemacht hätten. Weißt du, wenn du jetzt ganz genau Domleuchte hättest. Domleuchte wäre Kirchenlicht. Oder so, oder? Kirchenkerze. Ja, ich hätte Dom, ich wüsste gar nicht, wie ich Dom irgendwie einbinde, ehrlich gesagt. Aber Dom ist ein Scheißwort. Kerzenlicht, irgendwie so. Kerzenlicht, dann wäre ich auf jeden Fall auf Dom gekommen. Und deswegen Flutlicht. Also ich glaube, er kommt nicht auf, Flutlicht machst du doch, also die erste Gedanke war Flutlicht wegen Mast, weil das weit oben hängt, ne? Mhm. Das ist das Einzige, weswegen wir denken, Mast. Es ist halt an einem Mast, ne? Also ein Flutlicht ist halt eine Leuchte an einem Mast befestigt. Ja, genau, aber was wäre dann das dritte Wort, sozusagen? Also wenn es ein Mast wäre, das wäre ja die Tendenz, dass Flutlicht wegen diesem hohen Licht ist. Und wir hätten wirklich zwei Wasserwörter. Ich finde, Atlantis mit Flut ist halt insane. Ist geisteskrank, ja, das ist cool. Also ist auch noch besser als... Ich fände es auch einfach geil, wenn er Atlantis meinen würde. Deswegen klicke ich jetzt. Okay, ja, klick Atlantis. Ja. Fände es auch geil. Ach, schade nein! Dann. Oh Mann, ey. Wir sind so dumm. Oh, okay. Mann, ein free word. Aber ich sage, er sitzt da und denkt sich, ja, okay, Touché, es wäre schon cool gewesen eigentlich. Es wäre cool gewesen. Nova, das ist ein Pulmi, fuck. Ich glaube, dann kann ich pinkeln gehen. Das Wort kommt, dauert es dann immer, wenn man. Dann ist echt die Frage, was. Nee, dann wollte er nichts mit Wasser. Weil, wenn er dann was mit Wasser gewollt hätte,
dann, also dann, es ist nicht Bikini. Auf jeden Fall ist nicht Bikini. Es ist wahrscheinlich Blinker, Feuer, Mast. Ganz kurze Frage. Muss es ein Wort sein, das existiert? Ja. Aber ja, es dürfen auch Eigennamen sein. Eigenname sind auch gute. Also es ist ein so auf jeden Fall kein Fußball-Fucking-Kranz, weil das sind zwei Wörter. Ein Fußballkranz? Kennt ihr echt Fußballkranz nicht? Doch, ich hab's gegoogelt, da waren immer zwei Wörter, aber ist egal. Eigennamen sind fein und halt, das ist so. Aber ist ein Maiherz für euch ein Wort? Was sagst du denn? Kenn ich gar nicht. Ein Maiherz? Ist auch nicht. Also aber ich hab auch Fußballkranz. Das sagt irgendwas dumm, also ganz dumpf im Hinterkopf oder sonst. Was hättest du? Fußballkranz? Habe ich auch gegoogelt, habe ich nichts gefunden für. Ja, habe ich auch erfunden. Digga. Aber man hat Ova auch einen Pass. Alles gut. Kombüse, Alter. Okay, Digga, ich bin auf Toilette. Viel Erfolg, Freunde. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Okay. Jetzt für mich, was bedeutet das? Was ist das? Kombüse ist sowas so gemütlicher Raum mäßig, aber meistens auf einem Schiff. Deswegen wäre für mich der erste Guess Marine. Dass man sich so in die Kombüse legt, so auf den. Ach du Scheiße, ja, ist dein Ding. Ich kann das jetzt auch komplett ruinieren für uns. Ich habe keine Ahnung, was eine Kombüse ist. Ich würde an Gemüse denken. Was ist eine Kombüse? Also für mich wäre es so Marine oder sowas. Ich muss bei dem Wort, es ist so für mich so, es ist so für, ich weiß nicht, ob das so ein Hamburger Wort ist oder so. Aber ich erinnere das an so, weiß nicht, ob das so Hamburger Deutsch ist. Aber ich denke da halt an so Schiffe und so, dass man sich ja, halt aber so. Zwei, ja. Was ist denn das? Das ist ein Raum, wo man, Rückzugsraum, sagst du. Ich glaube, es ist wie so ein Zimmer halt, so. Oder Bett, glaubst so. Ich du, weiß oder nicht, weißt du? Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann es natürlich nicht googeln, so, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Okay, dann machen wir es so. Marine im Sinn ist gelockt. Okay, Marine ist korrekt. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob das sie das zweite Wort, drin hat. Wort ist halt schwierig. Warte. Das zweite Wort, wir haben hier einmal Atlantis durch. Vielleicht ist es das, was sie haben wollte, aber hat es nicht auf dem Schirm gehabt. Maybe. Oder ist noch irgendwas? Könnte es noch was anderes sein? Ich sag dir, wie es ist. Wir gehen den Safen Call. Wir hatten eins richtig. Wir haben das im Hinterkopf. Mach gleich das nächste, Nova. Mach das nächste gleich. Gib uns eine Dreier-Kombi. Überleg, gib uns eine Dreier-Kombi. Und gib uns bitte kein Wort wie Kombüse. Bitte. Ich könnte mir was ich mir auch vorstellen könnte, wäre dann Mast wegen Schiffmast, wo Segel dran hängt. Aber das ist mir, glaube ich, zu risky. Ja. Ich sag, los. Wir behalten Mast im Hinterkopf auch. Weil wenn die anderen das nehmen, können wir auch nochmal schauen. Guter Call. Danke. Gefällt mir. Mir gefällt es, wie du denkst, Tamina. Mir gefällt es. Dankeschön. Hey, mir gefällt es auch, wie du denkst. Du hast mich wirklich, also ich war wirklich Kinnlade war unten eben. Ich sag es dir. Kinnlade war unten. Gönn dir. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen, ihr habt nicht direkt 5 Wörter angeklickt, was uns natürlich zugutekommt jetzt. Nicht wie letzte Runde. Deswegen, Stegi, mach einen ruhigen, wenn du mich hörst. Oder mach keinen ruhigen, weil er jetzt ein Achterwort hier raus und lass uns einfach beenden. Ich mach hier gar nichts. Ach, du machst gar nichts, scheiße. Redst du nicht? Nee, also das ist im Fullmut, sorry. Aber danke, dass du mich voll laberst. Was haben die gemacht? Einfach Marine und dann aufgehört? Ja, die haben nur Marine gemacht. Aber das Ding ist, die hatten halt Kombüse. Deswegen habe ich jetzt Angst, Mast anzuklicken, ne? Oh, du hast absolut recht. Aber wir hatten ja auch zwei andere. Ich würde wahrscheinlich Ich würde wahrscheinlich einfach mit Licht gehen und Blinker noch machen, weißt du, was ich meine? Nee, würde ich nicht machen. Also nicht direkt. Okay, nicht direkt. Lass uns mal warten, was wir gezaubert haben. Ich glaube, warum bist du so anti... Also weißt du, du kennst unseren Rätsmann, ne? Du weißt, dass er es liebt, Kölner Wörter zu verwenden. Liebt er es wirklich? Ich glaube, der hasst Köln tatsächlich. Nein, also Domviertel. Stimmt, Domviertel. Und Domplatte. Weißt du, der mag das. Der mag das. Sagt, der mag diesen Dom und der weiß deswegen auch, dass er der Dom so Flutlicht theoretisch hat. Ja, check ich schon. Jetzt mal schauen, was passiert. Wir sind ja nicht so weit hinten. Jo. Und was geht bei dir im Hintergrund ab? Hä, da wurde einer überfallen.
So, Chat, wir warten. Die Wörter sind anscheinend ein bisschen schwieriger. Kombüse fand ich ist ein geiles Wort, Alter. Kombüse ist echt ein witziges Wort. Bei Kombüse ist vielleicht noch... Guck mal, kurze Frage. Ist an einem Set, in einem Set, ist da nicht ein Flutlicht? An einem Set? Was meinst du jetzt mit Set? Ja, ein Set, also ein... Du meinst so konzertmäßig? Ja, konzertmäßig oder aber ein Fotografie, also so ein Set halt. Wie ist das nicht ein Wort, ein Set? Ah, ja, du meinst so... Ich glaube ehrlich, wir müssen Timer setzen. Nee, müssen wir nicht. Wilderer 3. Doch, das ist sonst, ey, wirklich, ich hab keine so lange Aufmerksamkeit, Spaß, also ich kann nicht so lange warten. Ja, mal geh TikTok währenddessen. Ja, mach Subway Surfer an, mach auf Bildschirm nebendran, links, linke Spalte, easy. Also Löwe. Bogen. Und. Riso, hörst du uns jetzt erst wieder? Wir haben sogar noch die Idee gehabt, dass vielleicht sogar, vor allem bei Flutlicht das Set gemeint ist, weil an einem Set gibt es ein Flutlicht und halt eben noch immer Dom, vielleicht weil da halt auch ein Flutlicht ist, I guess, aber ja. Ich mag den Dom nicht. Aber kann natürlich trotzdem der Dom sein. Also ein Dom-Hater. Aber ich bin ein Dom-Hater. Wie findest du jetzt das Set? Das finde ich aufs Weit hergeholt. Aber wir haben das Wort vorhin gar nicht bewertet und gar nicht mitgenommen und sowas, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Was ist denn ein Set, wenn es nicht das Set ist, von dem ich gerade gesprochen habe? Für dich. Ein Kartenset, denke ich zum Beispiel auch. Ach so. Ja. So denke ich an ein Set. Zum Beispiel. Ja, aber du weißt, er ist Filmstar. Ja, stimmt, er ist ein fucking Rockstar. Podcast-Set. Naja, er ist ein fucking Rockstar. Ich würde. Mach mal Löwe an. Okay, Löwe. Klick mal einfach Löwe. Und ich würde den Bogen klicken. Müssten wir fast. Ja, müssen wir. Und jetzt noch. Was würde gehen? Die schießen auf den Will. Der Rär. Löwe und Bogen ist erstmal Jagen. Okay, Wild ist für den Löwen. Und RR ist für was? RR ist. Oh Mann. Ey. Theoretisch, ich finde, Rüstung wirkt halt immer so nach Jagen. Von mir ist halt falsch, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass Rüstung ist. Eine Klammer ist es nicht. Verkleidung, du bist vielleicht so. Es gibt noch Feuer, weil der macht sich so sein Feuer während der Jagd und so, weißt du, was ich meine? Stimmt, ja. Doch noch zu Licht passen. Ja, stimmt auch. Spinnen. Spinnen habe ich auch gedacht, weil es die anderen einzigen Tiere sind, die noch draufstehen, aber. Oder halt. Lebewesen. Joker, Flöte. Rüstung, Staffel, Dämon. Boah, ich glaube. Da, ich hätte echt Angst. Ich würde Feuer drücken. Echt, als nächstes Feuer. Würden wir nicht uns vielleicht nochmal ums Flutlicht kümmern davor? Also, oder? Das wäre für mich auch Flutlicht gekümmert. Damit würde ich mir gleichzeitig Wilderer eins wegmachen und Flutlicht auch eins wegmachen. Deswegen. Da würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn es das nicht ist, wissen wir, okay. Weder zu Wilderer noch zu... Weil wenn wir es nicht klicken, fragen wir uns später, oh, war das vielleicht noch für Feuer? War das, weißt du, was ich meine? Ja. Aber er hat Flutlicht ja gemacht und hat bei Licht, Feuer gibt Licht... So. Ganz klar. Ist für mich ein No-Brainer. Ich klick's für dich an. Ich klick's an. Ach, scheiße. Oh Mann. Spinne ist der Dom. Spinne, okay, nächste Runde darfst du klicken. Komm, nächste Runde klickst du. Du klickst nächste Runde Spinne, Set und Dom an. Reese, wenn du uns hörst, egal was du machst. Oh, Digga, das ist Meta. Nee, das sag ich lieber nicht. Das darfst du nicht machen, nee. Ja, weil ich hätte so eine krasse Meta-Taktik gehabt. Du kannst das nicht muten. Sagen, mal die Klappe. Reese, du kannst es mir sagen, wenn Reese jetzt kannst du es mir sagen. Jetzt genau. Digga, ich hätte fast gedroppt. Wenn's Spinne Set Dom ist, machst du später unendlich. Oh Mann, wie dumm. Oh, das ist so was da los? Mach neues Wort und mach unendlich. Jo, ist aber absolut Meta. Ja, das wäre. Dann auch mal den Sub, sich für den Sub bedanken. Danke dir, Leo. Danke. An die Cheater gibt's keine Subs, so ein Ding ist das. Oh, bei mir ist auch gerade einer reingekommen, danke. Aber ich kann nicht lesen, wer es war, weil ich... Körperschmerz, Digga, perfekt. Körperschmerz ist ein Wort? Bist du fertig? Ja, nur was fertig. Wir haben Körperschmerz 2. Ich würde vielleicht sagen... Alles gut. Was gönnst du dir? Spielst du nebenbei? Subway-Surfer. Hast du wirklich aufgemacht, den Subway-Surfer nebenbei? Perfekt, Digga. Das ist so ja, Nerv war auch mein erster Guess. Ihr habt zu lange gebaut. Und vielleicht lokal, dass der Nerv, also dass ein Schmerz, ein Körperschmerz lokal irgendwo ist? Mm. Vielleicht? Drück mal den Nerv.
Ja. Ey, okay. Black Kaien, danke für deinen Prime. Ja, neues Profil mit Wasserlos. Vielen, vielen Dank. Boah, ich hab so Bock, Masse zu drücken, aber ich habe auch so Angst, dass das schwarze Wort ist. Nein! Oh, let's go. Let's go, let's go, let's go. Das schmeckt. Das heißt, es war wirklich Atlantis One. Ja, maybe. Maybe. Ja, oder ist es irgendwo immer auf Stamm oder Bikini gehen, ne? Oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, noch irgendwas Wassermäßiges, Schiffmäßiges? Aber damit haben wir Bikini Flutlicht jetzt. So? Kein Plan. Ich bin mir ziemlich sicher, Flutlicht war einfach nur Leuchte und Mast. Das wird, das ist für mich jetzt. Müssen wir uns doch das andere für Körperschmerzen kaufen. Wir haben doch drei Wörter. Ach, drei. Oh. Eben, jetzt wird dann theoretisch noch vielleicht Mast, Stamm in die Richtung noch sein, weißt okay, du? Das kann schon sein. Check ich, check ich, check ich. Flutlicht. Ja, ich würde sogar auf Stamm fast gehen. Nicht so ohne darfst du klicken. Ich wollte unbedingt das Feuer haben, es war es nicht. Dann lass uns aber noch was immer noch merken. Also Mast wird nicht wilderer gewesen sein, ne? Nee, ich denke, die Spinne kann es ja noch immer sein. Ich glaube auch. Ansonsten die Verkleidung, der Jäger, der sich verkleidet. Ja. Glasrosa Staffel 2. Fernglas, habe ich mir auch schon gedacht, aber ja, schwierig, ne? Kleidung, Klammer, Dom, Blinker, Lokal. Keine Ahnung, Chat. I have no idea. Ah ja, vielleicht sind also so. Also die lassen sich schon viel Zeit gerade. Oh, Chat, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Overwatch 2 hat ja. Ich muss mir gerade eine Ad anschauen, damit ich weiterspielen kann. Ich bin wogegen gelaufen. Hey. Scheiße. Hey, einfach rein. Einfach reinpayen. Einfach reinpayen. Overwatch 2 hat das Singleplayer. Oh, kleine Roboter, die die Marshmallows geben, okay. Das Singleplayer, das Singleplayer-Feature gecuttet aus Overwatch 2, Alter. Ich glaube, ich gehe jetzt auch für Subway. Gibt es da eine Internetseite für einfach? Ja, Subway Surfer. Einfach Internetseite? Ja. Foki.de, bist du da? Weiß ich nicht. Und wenn ich gucke, bin ich wieder tot. Also einfach nur Subway Surfer. Oh ja, hey, wir sind da. Wir sind da. Achso, wir sind da, sorry. Kann ich Pause machen hier? Ja, oh, bin ich tot. Scheiße, die Musik ist ja übel stressig, Alter. Das hält mein Brain auch nicht aus. Was haben wir? Echt? Pool Party 2. Dann würde ich sagen. Bikini? Darf ich klicken? Ja, mach. Bikini? Ja. Glas. Wieso Glas? Ja, weil der an der Poolparty getrunken wird. Also Wort Party ist gleich Glas. Ah, okay, check. Wollen wir noch was anderes anklicken? Einfach auf. Ich klicke Stamm. Spaß. Geil, ja. Alter. Let's go, let's go. Guck mal. Oh mein Gott, dann war das halt for real. Dingens war klar. Stamm, Mast und ja, Leuchte einfach. Hätten wir von Anfang an eigentlich gesagt, ne? Naja. Dumm. Sind wir schon dran gewesen? Jetzt seid ihr dran. Ja, gut. Haben wir auch unser Wort schon? Ja, habt ihr. Echt das hier? Was haben wir denn? Wir zwei haben Wörter. Harley Quinn. Zwei Wörter. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Aber, ihr habt einfach gleich verloren. Ey, zum Verständnis, da kann man so einen Vor- und Nachnamen schreiben? Nee, manchmal ja, manchmal nein, aber ist nicht schlimm. Okay. Ah, das war unser Pain. Ne, das war nicht gut. Hä? Was wäre denn dann richtig gewesen? Rosa vielleicht? Ja, I don't know. Ah, ja, ich helfe den jetzt aber, ich helfe den jetzt aber auch nicht. Ja, doch, lass uns den helfen. Ja, okay. Ich hätte Rosa vielleicht noch genommen. Aber ich finde Verkleidung. So, perfekt, Kleidung ja. Ist auch super. Verkleidung ich hätte Verkleidung auch zuerst. Kommt. Ja, auf jeden Fall muss man. What the hell, Alter? Fährt gerade ein Trecker irgendwie in dein Haus rein oder so? Es war nicht Verkleidung. Ja, es war nicht Verkleidung, es ist überwild. Ich hab keinen Plan. Ich hab natürlich auch keines mal getippt, weil ich mich nicht traue, Alter. Ich dachte legit, das ist Safe-Verkleidung.
Und dann wollte ich dieses Lokal anklicken. Ja, naja. Ja, ja, ja. Wir brauchen ein Dreierwort. Zweierwörter sind es nicht. Wir brauchen ein Dreier. Oder ein Vierer. Da muss man, glaube ich, mit den Worten, die man hat, erstmal drauf kommen. Ich würde auch eine Weile grübeln müssen, wenn ich dran bin. Oh Gott, ich will nicht dran sein. Kann ich jemand von euch? Nein, du musst nicht. Nein, oh Mann. I hate it here. Ah. Na gut. Mhm, mhm. Ich hab schon 2000 Coins gesammelt. Wow. Weißt du was? Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Was? Vielleicht spielst du auch weiter. Ah! Ja, okay. Ah, warte, klar, oder? Darstellerstreik. Warte kurz. Demo und Z. Stopp, lass mal nicht sofort klicken. Ja, ich klicke nicht, Chill. Aber dann checke ich nicht wegen Flutlicht, weil Flutlicht wäre dann fast 4 gewesen bei Set, weißt du? Aber nee, ein Set, das hat, er hat, ich kann ja aber dazugehört, hatte mit Darsteller. Ja. Darsteller ist aber. Also Streik ist auf jeden Fall Demo. Mach mal Demo erstmal. Demo ja, kannst du, glaube ich, anklicken. Und jetzt, Klammer, Dom, Lokal, Rosa, Blinker, Spinne, Zweig, Staffel, Flöte, Riss. Nee, mach Set, komm. Es ist ein Darstellerspiel am Set. Easy. Ja, ja. Boom, Alter. GG. 1-1 steht. Nice. GG, GG. Lokal und Rosa. RP. GG. Ich hatte. Sorry, we failed you. Ich hatte bei. Ich hab das Set gar nicht so drüber nachgedacht, wie ihr das meinte, so als Set im Ding, sondern ich dachte so wie ein Schachset. Ja, oder, das hat er ja auch gemeint. Ja, ja. Ja. Und bei Flutlicht das Originale, wo, also wäre eigentlich gewesen Mast, Bro. Wie habt ihr bei Flutlicht nicht direkt Mast eigentlich? Ich bin ausgeflippt, Alter. Aber du verstehst uns ja trotzdem. Ja, ja, natürlich, 100%. Ja, ja. Aber wenn du hier sitzt und den Gedanken auf, so, dann denkst aber du, überleg mal, Flut und Atlantis, die Flut kam, Digga. Ja, klar, klar, klar. Aber okay, ich denke meistens eher ein bisschen so genauer einfach. Also ich denke so Tobabs. Metaphorisch. Ja, richtig. Ihr wisst auch, wie es ist. Alright. Aber übergute Wortwörter. Kann ich wieder Geheimdienstchef? Gerne. Ey, gönn dir, bitte. Wieland! Ja. Geil. So, Leute. Das war so ein krasser Ach, alles Wir haben die ganze Zeit in der falschen Kategorie gestreamt, Leute. Scheiße. Ich war richtig stolz, als ich Marine richtig getippt habe, Alter. Ich fühle mich wie Sonne aus dem Arsch gescheint. Deswegen dachte ich, ein Lokal, weißt du, da essen an der Kombüse. Ja, das war eigentlich. Ja. So, ich muss euch trotzdem ausmachen. Dass ich Kombüse kenne. Auf einmal sagt die Kombüse. Und ich dachte, das Gemüse. Ich fand, Kombüse war ein geil. Kombüse ist ein geiles Wort. Ja, Kombüse ist ein geiles Wort. Ey, Tamina, willst du diese Woche diese Runde die Wörter ballern oder soll Isa wieder? Weil gerade ist Isa noch als Geheimdienst. Okay. Ich gebe aber schon noch nächstes Mal ganz entspannt hier. Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr. Ich mache euch zu. Wir machen das jetzt. Termine, ne? Meine Zeit wird kommen. Ich mache das einfach als Cliffhanger, damit wir nochmal spielen müssen. Nein, wir machen die Runde danach machen musst du noch. Nee, ich muss danach leider offline gehen. Sorry, nein. Ich muss schlafen. Das ist wie so ein Referat, das verschoben wurde bei dir. Ich muss leider schlafen gehen. Ich muss aber wir schaffen leider nicht mehr alle heute. Wir machen dann nächste Woche weiter. So alle. Ja. Ja. Geil. Aber du bist ich schieb's einfach immer auf. Oh, ich kann nicht, ich hab Bauchschmerzen, sorry. Ja, immer. Ich hab meine Tage, ich kann leider nicht beim Sport oder gar keine mehr danach, Nova? Ich glaube nicht. Oh, aber dann zur Not können wir auch noch zu viert oder zu fünf halt ein. Mach ganz entspannt. Ich muss halt, ich hab nur ein bisschen Kopfschmerzen und muss noch ein paar Sachen machen, deswegen. Nee. Doch, mein Liebster. Einmal musst du es machen, einmal musst du jetzt. Ja, aber nicht heute. Aber du kannst ja nicht so wie vom Referat sagen. Nee, Quatsch. Doch. Ich kann nicht. Ich habe meine Tage. Was soll ich machen? Ah. So. Boah, Tage sind auch so ein Pain, Digga. Ich lüge nur, damit ich. Wie im Sportunterricht, damit ich nicht mitmachen muss. Warte, ich muss ganz kurz. Weg. Bin wieder da. Bis gleich. Es hat so gewirkt, als wenn ihr jetzt irgendwie so Sport wieder eingefallen ist und so den Sportbeutel noch von Mittwoch irgendwie noch nicht ausgeräumt hat oder so. Ja, Sport. Nee, mein Sportbeutel, der ist ja noch. Oh mein Gott. Ah ja, ich hab mal vergessen. Oh, Flügel. Was soll ich, was kann man nicht sagen? Ja, scheiße. Vesperbox. Ich habe ein gutes Wort, glaube ich.
Oh nee, Flügel und Vogel ist halt noch da, Alter. Ja. Das ist so aufreibend. Man denkt, Jungs, das muss doch klar sein. Es ist doch so offensichtlich. Ja, nein, doch nicht Atlantis, Mann, what the fuck? Ich habe ja schon so oft auf meine Farbe eingeschossen, dass ich da nicht gesehen habe, dass so Wörter von der anderen Farbe voll Sinn gemacht einfach hätten für das Wort, was ich hatte. Das ist, nur das ist richtig scheiße. Gefährlich. Ja, das Leichtbau 3. Mazat hatte das Zeppelin auch mal so, dass sie aus Versehen Wörter für die falsche Farbe Blech gemacht hat. Das war auch super. Bau fest, oh leicht Zeppelin ja, und Leichtbau halt so Blech. Ich weiß, Flügel und Vogel sind drin, kann, ich aber das hätte ich ja nicht mit Leichtbau gemacht, Flügel und Vogel. Das ist ein Grind, Alter. Dass man dann nicht zu, dass man nicht oder? Zu Fokus drin ja, ist. Ja, maybe. Maybe ist das der way to go. Okay, wer fängt an? Es fällt immer blau an irgendwie, oder? Ist komisch. Irgendwie weird. Oh. Was ist dies für ein Wort? Jetzt Stegi da. Hi. Leichtbau. Da würde ich auch mal sagen. So, was haben wir denn alles? Teil? Leichtbau. Blech. Ich hake mal den Zeppelin an. Ja. Der ist auf jeden Fall leichtbaumäßig am Start. Bau wegen der Zeche? Nein! Ich weiß nicht, was eine Zeche ist. Ich auch nicht. Also, was ist die Zeche? Diese Kohleminenmäßigen, oder? Ja, ja. Oh nein! Das wusste ich nicht. Kein Stahl, Auge, Sonne. Blech und Zeppelin finde ich super. Laster. Oh, Flügel, so Bro. Schau Leichtbau, mal, so Flugzeugflügel. Oh, ja, ja, wusste ich, dass die es anklicken wollen, aber das ist nur grau. Wenn er Flügel, Zeppelin und Blech, jawohl. Nee, da hättest du schon was anderes. Da hättest du schon eher... Vielleicht Flügel und Zeppelin hat sowas mit Fliegen genommen, aber dass er das Blech noch mit reinbekommt... Aber halt Bau, nein, Bau müssen wir akzeptieren. Also Bau müssen wir mehr in ja, den fest. Nehmen. Weißt ja, du? Ich weiß nicht. Guck mal, ich zum Beispiel, ich denke nicht so, wie du das sagst. Ich würde jetzt Leichtbau wirklich einfach als reines als Wort nehmen. Ja, und gucken, was ist thematisch sozusagen. Bau war für mich aber, fest. Aber dann würdest du auf jeden Fall eben Flugobjekt... Aber also Flügel und Flug wäre wieder ein bisschen kritischer, würde ich verstehen, wenn man ein bisschen rausrast, aber... Ja, ist nicht schlimm, nur Zeche darf man also nicht anklicken. Also Zeppelin ja. Ist schon als Flugobjekt. Bro, also ich würde den Zeppelin mal einhaken, weil bei Leichtbau Zeppelin. Echt jetzt? Da, ja, mach ich es. Ich meine, Bro, welches von diesen Objekten muss Leichtbau sein? Ich denke, ja, mach den Zeppelin. Was ist das erste Wort, an was du denkst, wenn du Leichtbau hast? Zeppelin, bitte, eigentlich Flügel und danach Zeppelin. Eine Strebe oder so eine Stahlstrebe oder Aluminium sofort. Eigentlich. Ja, Aluminium. Genau, Aluminium, Blech Carbon. Und fest. Für mich Carbon. Weil ja, aber Blech. Ja, aber Material. Deswegen habe ja. Ich eher in Welten des Materials Leichtbaumaterial. Und vielleicht Blech kein Leichtbau ja. Ist. Hätte ich doch. Sofort Blech genommen. Ja, hätte ich sagen sollen. Ich finde Blech auch nicht schlecht, aber ich finde, sozusagen von unseren Angehakten gerade ist für mich Zeppelin auf der 1. Ja. Okay. Und dann Blech und Flügel teilen sich dann irgendwie so. Blech ist so ein bisschen vor Flügel, würde ich sagen. Aber Zeche, Tagebau, verstehe. Also ich finde irgendwie, leider ja, ist das ja, für mich ja, so krank passend, leider. Kenne ich nicht das Wort. Ja. Zeche habe ich an Zecheprellen gedacht, an Geld. Ich check voll, weil der Zeppelin muss halt Leichtbau sein, sonst ist es halt so... Oder okay, lass mal andersrum denken. Nein! Selbst wenn er den Zeppelin nicht gemeint, also wenn Zeppelin nicht unser Wort ist, ne? Ja. Wenn diese Karte auf dem Tisch ist, kannst du nicht Leichtbau als Wort nehmen, weil du ja absolut riskierst, dass das gepickt wird von uns. Ja. Aber wenn es weiß ist oder wenn es grau ist, nimmst du es trotzdem, weil du denkst, okay, dann ist er halt einmal weg, aber sie merken es sich. Kann halt. Sein. Ja, das könnte sein. So habe ich ja auch schon oft gemacht. Und dann muss man jetzt nur darauf hoffen, dass wir es halt nicht in eine scheiß Reihenfolge machen, theoretisch. Das Salatschnabeltierfach. Wie feige Gras. Boah. Ja. Irgendwas müssen wir andrücken, Bro. Ich nimm Zeppelin. Ja? Ja, das ist mir irgendwie ausgerechnet. Komm, 3, 2, 1, nein, nimm Zeppelin. Zeppelin muss Jesus sein. Christus, steh mir bei. Oder Blech. Okay. Nee, okay. Jetzt noch Blech. Okay. Komm, mit Flügel und dann bin ich zufrieden. Ja, Romatrad, das ist halt auch, weißt du, musst du denken, wie so ein Schwäbischer, wie so einer, der beim Daimler am Band. Ja, ja. Blech könnte absolut sein. Das Ding ist halt, wenn jetzt halt aber auch Zeppelin drauf ist, dann muss eigentlich auch Flügel gemeint sein, Bro, weil sonst hätte er das anders differenzieren ja, müssen. Ja, weil ja, weiß, wenn wir Zeppelin klicken, okay, müssen wir Flügel klicken, oder? Ja, weiß ich. Ja, ich verstehe, das macht doch sonst keinen Sinn. Nimm zuerst Blech. Nimm zuerst Blech. Nimm zuerst Blech. Blech. Ja! Also ich würde sofort Blech da nehmen. Ja! Dann drück du Blech. Ich hab Zeppelin, du machst Blech. Okay, okay. So, jetzt haben wir noch einen. Lass uns überlegen. Also ist ein Leichtbau, ist der fest? Ja, ist natürlich sehr fest. Verstehst du? Ja, ist es. Boah. Klar. Ja, also muss eigentlich. I guess, ja. Ja, und jetzt noch fest drücken, dann wäre krass. Sagst du halt immer noch mehr Flügel aufgrund der Flug.
Ja, ja, aber wenn halt Zeppelin drin ist, wie will er sonst, wie will er unterscheiden? Aber Blech, Zeppelin, Flügel macht Wieland 100 pro was anderes. Es ist, also, ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass er Flügel, Blech, Zeppelin nicht Flugmaterial sowas nimmt. Ja, ja. Ja, aber er durfte halt nichts mit Flug machen wegen Flügel. Ah ja, okay, ja. Okay, er durfte halt gar nicht, das Wort Flug durfte er gar nicht nehmen. Also, wenn er so, also, aber das sind ja die Regeln. Wenn er nach Regeln spielt, meinst du jetzt, ne? Ja, 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 schon, das wird er schon machen. Ja, ich finde deine Argumentation ist schon auch sinnvoll, Bro. Es ist einfach nur, in mir erwehrt sich das irgendwie. Leichtbau, Bau, Zeche, ja. Mein nächstes Wort passt schon. Wenn er das Wort so getrennt hat, klar, Bau, Zeche. Ja, ja, gibt es die Ponyweide, Chat? Ich bin mittlerweile weg von der Zeche, wegen Leichtbau-Zeppelin, verstehst du? Also, weil ich akzeptiere das, glaube ich, Leichtbau, damit von der gemeint Weide ist, existiert. Dass Ponyweide das nicht ein Bau, also tagebaumäßig gemeint ist, hoffe ich. Ja, ja. Fest oder Fluch ist doch richtig. Komm, mach den. Vogel, ich meine, das könnte auch der Vogel sein. Ja. Oh, true. Ja, hab ich nicht gehört. Also, der hat ja auch so hohle Knochen und so eine Scheiße. Fest ist es. Also, dass sie auf Blech und auf Zeppelin kommen, sind viel schon mal geil. Fest wäre noch toll. Ja. Oh. I guess, dass wir irgendwas machen. Flügel, Fest, Vogel. Macht eins von den drei. Ansonsten, ihr wisst dann einfach Bescheid. Boah, ich wäre für Flügel, Bro. Aber es kann machen. Was ist, wenn das hier unten? Ja, ich mache mal meinen Zweck hier. Was ist, wenn unten Stahl? Boah, nee. Auf gar keinen? Ich glaube, so denkt er nicht. Denke ich auch. Nee. Weil Stahl wäre auch nicht leicht. Stahl ist ja übel schwer, glaube ich. Ja, Blech ist eher. Oder geht so. Ja. Egal, macht einfach Flügel und komm, Runde beendet. Flügelrunde beendet oder Fest. Fest. Leichtbau ist Fest, weißt du? Es ist, glaube ich, muss Fest sein. Aber wir können Flügel nehmen. Klick du Flügel. Oh Mann. Zur Not danach Fest oder so, okay? Okay, Wieland, wir gucken jetzt halt wegen Flügel und so. Müsst ihr. Flügel ist schick, ja. Okay, aber weiß. Guck mal, das ist nämlich der Punkt. Weiß. Wieland ist nicht stupid, weißt du? Ja. I guess er hat damit gerechnet, das war klar. Ja, ja. Es war klar, dass. Okay. War klar, dass das Flügel. Fest. Ja. Ansonsten Vogel halt, ne? Natürlich auch, aber. Ja. Wir gucken mal, was. Guck mal, wenn es jetzt Vogel ist, wenn es Flügel nicht ist, ist es Vogel auch nicht, weil da hätte ich auch was anderes gemacht, ein bisschen. Aber ich hab. Ja, check, wenn die jetzt noch. Oder Fingerhut einfach. Let's go. Boah, da bin ich später echt auf die. Erklärung gespannt. Isa braucht ein bisschen anscheinend. Wahrscheinlich merkt sie noch nicht, dass wir... gecheckt, dass wir da dran sind, ne? Ja, ich glaube, die spielt noch Subway Surfer. Oh, wie heißt dieses Ding im Auge nochmal? Sonne schauen Punkt. Nachbild heißt das. Das kann ich nicht benutzen, Alter. Ich schwöre, niemand weiß, was ein scheiß Nachbild ist. Aber Nachbild-Chat für euch ist, wenn ihr mit diesem... Ihr kennt das doch, wenn ihr mit dem Auge in die Sonne schaut. Ich meine, Leichtbau, wenn wir noch mal ein bisschen Bauding denken. Laster könnte aber auch sein, ne? Ist mir gerade eingefallen. Na, ich fand genau Laster, also das ist ähnlich wie Stahl. So. Als Gegenteil. Nicht leicht. Aber wenn er das Bau als literal genommen hat. True. Das Wort Zeche eher Laster. Digga, Nova, kann ich dir kurz ein WhatsApp-Bild schicken? Bitte. Ja. Bitte so gerne doch. Checkt ihr? Wenn ihr die Augen, wenn ihr schaut in die Sonne und dann blinzelt ihr so, blinzelt ihr natürlich überall so Punkte. Oh ja. Wir gerade von Soos reden. Soos saß. Schauspielunterricht. So ist auf jeden Fall ist definitiv ein Fach. Und es ist auch, hat was auch mit Film zu tun. Ja. Gehe ich mal von aus. Mhm. Dann ist die Frage, was dies letzte ist.
Hä? Was ist das letzte denn? Fach, Film und? Vielleicht Auge, weil man es gucken kann oder so? Oh ja, drückt Auge! Aber vielleicht ist das Reach. Mühle, Stall, Feige. Und wenn man zu feige ist, vorzuspielen. Sonne, Salat, Fest. Balkan, Lauf, Mühle, Kehle, Bremse. Laster, Schnabeltier. Bro, wie kommt sie da auf 3? Also wir können doch schon mal Fach einloggen. Und ist Film doch eigentlich nur geraten. Ja, komm, rein in den Aal. Was ist denn so noch schauspielmäßig? Netz, Salat, Fest, Laster, Schnabeltier, Vogeltisch, Feche. Ist getrollt. Oh. Ja, für mich wäre Auge echt das Letzte, was Sinn macht, aber zu risky, um es zu machen. Irgendwie. Lauf? Ich weiß nicht. Schauspielfest? Schau mal, dann würde sie ja den Schauspielbericht schreiben, oder? Ja, eben, den kann er auch nicht. Naja, aber vielleicht wollte sie aber das Schauspielfest, weil vielleicht wollte sie ja einfach, dass wir auf Unterricht gehen mit Fach. Aber wir uns bei Schauspiel vielleicht nur Film und festgenommen hätten. Ich weiß nicht. Soll ich es probieren? Soll ich es tryen? Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt so das rote, schwarze Wort sind, wäre es. Das wäre kacke. Also für mich wird Auge im Auge behalten, okay. Aber ich traue mich, also ich bin da immer zu schön. Ah, dann Prime-Sub. Die sind so selten, Leute. Elias, danke für den Prime 11 Monate. Ihr müsst den feiern, den Prime-Sub. Ihr müsst ich den feiern, irgendwie. Ich ist im Kopf behalten. Ich kann schon auch nicht lesen. Aber jeder Prime-Sub muss irgendwie. Ab jetzt gibt es für jeden. Ne? Jeden ab ey, jedem. Ich halte dich nicht auf. Was? Nein! Verdammte Scheiße. Oh, dann haben wir aber wahrscheinlich auch den vielleicht mache ich das Geld, was ich auf WhatsApp geschickt habe, ja glücklich. Es tut mir leid, Isa. Es tut mir leid, es tut mir leid. Schau mal. Was Wieland da zaubert. Mein Gott, ist das herrlich. Oder ist das nicht einfach nur geil? Wie der kommt, wie schnell. Ist das Bonny, nicht einfach nur geil? So viele Fragen. Lauf. Krass. Krass. Ich habe so viele unglaubliche Fragen. Minimal. Besonders auch über die Mitte. Ich finde, wir haben schon alle. Oh, wir haben es einfach wirklich so eine Ansammlung an Menschen. Nee, mit nee, der Mini wegmachen, nicht. Oder nicht? Nein, Mini. Pony. Das alles oh, no, Pony, das so du hast recht. Das hätte auch Pferde-Ding. Du kannst es gerne zeigen, übrigens. Ich habe gestern schon beim Stream gezeigt. Okay, ich log mal direkt Mini ein, Bro. Das muss Mini sein, right? Ja. Ja, ja, true. Ja, vielleicht, Stall auch. Vielleicht Stall nicht, weil Weide. Stall muss. Ja, und Weide meinst ist jetzt. Ja. Ist Weide ist Frage, jetzt. Ob sie dort Lauf, Auslauf haben oder ob. Gras ist eher. Also, ja, schwierig. Boah, das könnte beides sehr gut sein. Fuck. Ja, oh, stimmt. Bei einer Weide denke ich an Gras. Ja, ich auch. Los. Aber ja, mein. Klar, auch Auslauf. Ich denke auch, ich habe zuerst Lauf gelesen, das war mein Problem. Aber Gras ist es. Gras ja, nee, es ist, die Weide ist Gras, sonst würdest du sagen, muss, sonst hättest du gesagt, Pony, Bahn, so. Ja, irgendwie so. Ja, I guess. Kleine Pferderennbahn. Nee, du hast absolut recht. Oder Zeche, gibt es eine Zeche im Stall? Eher nicht, ne? Nee. Bremse, ist das Ding im Mund, was die vielleicht haben, eine Bremse? Nein, heißt das nicht, oder? Ja, vielleicht, aber... Aber das weiß unser Wieland. Das weiß Wieland, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Das denkt er auch, dass wir es nicht wissen. Ey. Salat, Schnabeltier, Vogel, Laster, Feige, Auge, Sonne. Ich klicke jetzt Gras an, ja? Ja, Gras. Jawohl, Alter, jawohl. Jawohl. Wir haben sauber. Theoretisch noch, gutes Wort. Wir haben theoretisch noch ein offen. Nee, haben wir nicht. Also, fest. Wir könnten noch einen machen, meine ich. Ach so. Ja, weil vielleicht war fest halt zwar unsere Karte, aber nicht die Gleichbaukarte. Doch, war sie. Ja, aber lass nicht riskieren. Nee. Wir riskieren nicht, wir sind gut dran. Es wäre ja auch dann nur Laster oder was. Was hättest du jetzt da geklickt? Ja, ich hätte Laster probiert, aber stell dir vor, nachher ist das die Fallenkarte wo oder steht so. Nee. Laster. Ja. Kein Sinn. Ja, gut. Wir beenden. Ja. Geil. Oh, ey, aber vor allem gute Wörter auch. Lief gut, lief sehr, sehr gut. Ja, Wieland, mach weiter, einfach so weitermachen. Also wirklich, 2 Dreier sind echt strong. Da haben wir das. Sehr, sehr schick, sehr, sehr schick. Tisch und Auge. Oh, ich hab ein gutes. Ich glaube, ich mach gleich Blind Date 2. Oder? Die sitzt an dem Tisch sich gegenüber. Fingerbremse, Vogellaster, Salat. Na, passt nicht, Feige. Ich hoffe, Tisch und Auge und Balkan, Lauf, Mühle, passt alles nicht. Ja, Blind Date 2. Und nächste Runde mache ich UV-Schutz. Oder Strahlung einfach. Boah, Junge, die Runde habe ich gerockt. Die Runde habe ich gerockt. Das werde ich machen. Nächste Runde wird passieren. Blind Date. Und danach passiert Strahlung. So, ich mache jetzt den Chat wieder auf, weil ich werde es nicht anders spielen.
Blendmöbel 3, Alter. Nee, ich mach Blind Date 2. Ich mach's sicher. Ich mach Blind Date 2. Was habt ihr so geschrieben? Mal gucken, was habt ihr geschrieben? Ich mach nicht Blind Date 3. Erstens habe ich es jetzt schon im Chat gelesen, deswegen mache ich es nicht. Ja, Bremse wäre auch cool. Die hätten auch auf Bremse kommen können bei Pferden, das stimmt. Das war gefährlich. Oh, Holzkopf wäre ein geiles Wort. Holzkopf 2 ist auch ein geiles Wort. Sommerblind Date, Alter. Nein, Sommerblind Date ist ein scheiß Wort. Alter, ich finde Blind Date schon kritisch. So, Saas, Bewegung. Laufen. Man muss, ich glaube, dass das Isa ja, Blenden und 2 wäre besser. Ja, das Auge wäre der Call gewesen. Man muss und ja auch bewegen, ach, Auge bewegen sich. Ja. Vielleicht eine Bremse. Bremsen, abbremsen ist auch eine Bewegung, maybe. Ja, vielleicht ist das ein zu weiter Reach. Die Sonne bewegt sich auch. Und ein Vogel bewegt sich auch. Bewegung. Also für mich ist bewegt sich auch. Boah, es bewegt sich zu viel. Falls die Auge drücken, mache ich Tafelrunde. Bewegt sich zu viel. Mache ich Tafelrunde. Die Stimmen, sie werden lauter. Also oh wir Gott, machen jetzt mal Tafelrunde. Ja. Boom. Ja. Kontinentalplattenverschiebung, Balkan. Oh mein Gott. Stegi. Ja. Ich wollte es halt einfach jetzt nicht. Ey, danke. Sondern okay. Bewegt sich nicht doch. Auge, weil ich glaube, dass die Auge bewegt sich hat. Durch das Universum. Tatsächlich. Ja. Mach Bootsmöbel. Ach, ich fuck, nee, ey. Oh, ich lösche mich. Isa, ich raste mich mal komplett aus. Dann, Mann, ich hab's euch doch gesagt, was Kontinentalplatten. Was ja, ist das? Egal, wir werden was geht bei euch, Alter? Geh ja, weiter hier, ein bisschen stocken. Tafelrunde. Tisch. Ist mein Freund überhaupt hier? Ich bin alleine. Tafelrunde ist, ich Tafelrunde ist ein tolles Wort. Fahren. Ich kriege einfach Tisch an. Haha, ich mach's einfach. Okay, das andere traue ich mich aber nicht. Tafelrunde. Rundsonne. Finde ich. Ist vielleicht Sonne ein bisschen. Ist rund. Ja, genau, perfekt. Das ist ja doch. Ist rund. Oh, Fingerhund ist auch rund, ist nicht so schlimm. Aber ist nicht so schlimm, mach Fingerhund. Dreht sich und ist rund. Ja, okay, scheiße, egal. Ey, wenn er jetzt eine Sache falsch anklickt, ist in Ordnung. Wie kommt man auf Sonne rund einfach? Sonne ist rund. So kommt er auf rund. Dreht's, Mann. Oh, shit. Bin wieder da. Oh, du musst mir helfen. Alles gut. Okay. Oh mein Gott. Sorry, ich mach kurz pissen. Tafelrunde. Den Tisch habe ich schon. Da habe ich gesagt, juckt. Hast du eingeloggt schon? Ja, der ist schon, der war okay. Richtig. Sommermöbel. Aber jetzt habe ich gesagt, ich mache nicht weiter. Ciao, du darfst jetzt. Okay. Ja, jetzt ist es wild hier. Tafelrunde, Bro. Ich denke bei Tafelrunde auch immer. Tafelrunde ist so. Nee, macht nichts Sinn irgendwie. Doch, Sonne, kommt schon. Tafelrunde ist halt auf so OG alt angelehnt, oder nicht? Also, was ich habe Sachen angeklickt, die rund sind. Guck mal. Sonne ist rund. Ja, habe ich auch gerade überlegt, ja. Und Mühle dreht sich rund. Siehst du das? Aber eine Tafel. Tafel. Okay, warte mal. Also Tisch ist richtig. Das heißt, was würdest du Tafelrunde nennen, ja. Wenn du Tisch und was hättest, wann würdest du sagen Tafelrunde? Tisch und Sonne, da würdest du doch vielleicht sagen. Ja. Was würde ich dir sagen? Naja, oder sowas. Nee. Ja. Nee. Sag mal, was mache ich bei Tisch und Sonne? Mühle. Was sage ich bei Tisch und Sonne? Bäckerei. Sommermöbel ist ein Scheißwort, Alter. Da krieg ich wieder Shitstorm ab, weil ich Gartenmöbel vielleicht. Gartenmöbel ist in Ordnung. Tafel. Okay, Garten. Bro, die haben gesoffen, ne? Die haben gesoffen da. Gibt's denn da irgendwas so? Ja, okay, Zeche halt vielleicht. Bootsmöbel. Ne? Was war das? Kehle wegen Trinken. Ich glaube, die kommen auf Salat. Oh, da. Und Laster. Tisch und Netz. Wow. Also ich meine, wenn er drauf will, dass es rund ist, dann können wir jetzt ja nicht logisch zwischen Fingerhut und Sonne unterscheiden. Die sind beide rund. Ne? Ja, richtig. Da müssen wir raten, I guess. Ja, dann ratet.
Ich würde fast sagen, Oh, ich habe keine Ahnung, Digga. Also ich würde Fingerhut nicht fühlen. Nee, ich auch nicht. Oder Tisch und Fingerhut, da sagst du doch Nähwerkstatt. True, stimmt. So, oder ja, Näherei. Ja. Ich habe das Gefühl, es geht wirklich absolut natürlich um die Form. Logisch, ja, oder? Ja, geht nur um die Form. Also ich meine, Tafelrunde, also er geht schon spezifisch auf dieses Mittelalter-Thema Oder es geht cool. Wirklich nur darum, das Wort rund einzubinden. Ja, ich habe das Gefühl, und ich würde gerne das Mittelalter-Ding direkt ausschließen, weil es gibt nichts mit Mittelalter, verstehst du? Naja, Mühle würde ich schon. Nein, Mühle gibt es heute noch. Ja, ja, aber naja, Bro, also Mühle, wenn man jetzt so ganz klassisch mal an die Hochzeit der Mühle. Ja, ja, na klar. Und die Ritter der Tafelrunde hatten nämlich sogar so eine Sonne. Ich habe schon das Gefühl, er hat versucht, als Symbol auf eine Form und den Tisch. Wie sonst, weißt du, Tafelrunde. Er wollte das Wort Runde, aber das ist halt wieder mein Denken. Runde. Ja. Runde. Aber und dann finde ich halt Mühle am wenigsten. Er sieht doch auch andere runde Sachen. Und Fingerhut ist halt weniger rund als die straight Sonne einfach. Ja. So, Sonne ist schon. Lass uns nochmal alles genau angucken. Schnabeltier. Wenn wir jetzt halt bei den Agenten treffen, dann sind wir am Arsch, ne? Ja, Schnabeltier. Quatsch. Laster. Ja, Überquatsch. Ich finde, Zeche ist doch geil, aber Tischzeche ist was anderes. Bro, Stegi liebt die Zeche. 100%ig was anderes. Also, weißt du, kombinierst du anders. Wenn du Tisch und Zeche machst, machst du Festmahl. Ja, genau. Ja. Oder halt. Ja, ja. Ja, Digga, man sagt immer oder halt und dann kommt. Ja, ja, und dann echt. Und das sagen aber alle. Ja, 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 du hast recht. Ja. Oder halt. Ja, 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 stimmt. Bremse, nee. Mm-mm. Kehle, nein, finde ich. Ich weiß ja jetzt nicht, wie er denkt. Wir hätten halt vielleicht vorher was ausmachen müssen, wie er denkt. Ja, das wäre fast Meta. Ja. Ich sage. Er geht auf die Form, Bro. Ja, dann müssen wir Sonne nehmen. Also wenn er auf die Form geht, dann ist Sonne das Einzige, was Sinn macht. Und jetzt wäre es aber langweilig zu sagen, die sollen nochmal raten. Oder würde es spannender machen? Nee, wir tippen die Sonne. Und wenn das jetzt nicht der Agent ist, dann wird es spannender. Stimmt, dann wird es halt spannender. Dann wird es spannender. Okay. Dann klick du. Also. Okay. Alright. Ja, rund. Wow, habt ihr so geil geschrieben. Hast du die Form so gemeint? Ja, ja, klar. Tafel für Tisch und rund. Echt gewesen, oh Digga. Junge. Was wär's echt gewesen? Bist du echt Balkan gewesen bei uns? Weil wir. Aber nicht wegen von den Talplatten, Digga. Ist einfach nur Glück. Aber ich verstehe nicht, was davon. Oh nein, Isa, ich hab ganz stark gewonnen.